Rainer Wiedermann. Wirtschaftsjournalist und Teilzeittrinker. Wie bitte? Bitte kommen Sie mit. Sie meinen, ich soll einen Haufen Kohle aus der Zukunft holen? Unsere genialen Ingenieure haben eine Zeitmaschine entwickelt, mit der wir sie direkt dorthin schicken können. Ja, in jede einzelne Geschichte. Aber wird das nicht gefährlich? Ich bin nicht Indiana Jones. Nein, das nicht. Aber Sie sind jetzt Agent Zukunft. Meine erste Station ist das Venus-Projekt der Zeitgeistbewegung im Jahr 2200. Was ist das? Bleib, wo du bist. Wo bin ich? Ich schick das ZDS. Ich habe ein paar Fragen. Du bist ein Spion. Rainer Wiedermann. Nein. Agent Zukunft heiße ich ja. Sehr erfreut. Wie heißt du eigentlich? Daipira. Wer ist dieser Küper? Er ist das Mega-Hirn. Das Küper-nationale System. Warum bist du nicht registriert? Warum willst du in unserer wunderbaren Welt unerkannt leben? Ich habe nur 4 Tage hier und ich muss dringend dieses Protokoll bearbeiten. Dafür werde ich bezahlt und ich brauche leider die Kohle. Und du? Ich gehöre zu den 250ern. Menschen mit einem IQ von 250. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du nicht glücklich bist. Und was soll das mit dieser Datei, die du abgesetzt hast? Mit der Datei habe ich ein Belohnungssystem für uns eingeführt. Morgen ist Zeitgeisttag. Wenn alles gut gegangen ist, geben Sie da die neue Technologie bekannt. Dann wird es hier für Leute wie mich gerechter. Ich unterstütze euren Kampf. Du musst mir nur sagen, was ich machen soll. Mist. Siehst du den da? Diesen vollautomatischen Wäscheständer meinst du? Das ist ein Spanner. Spanner? Die schwärmen zu Tausenden bei Unregelmäßigkeiten aus. Du meinst, wenn was unlogisch ist? Das Unlogischste in diesem Café bist du, Fossil. Wenn die unsere Gesichter nicht kriegen, dann können sie uns nicht identifizieren. Ach so, und deshalb duschen die hier überall. Wir werden sofort aus dieser Stadt verschwinden. Echt? Aber in 3 Tagen muss ich... Scheiße. Komm, wir müssen jetzt getümmeln. Na los.